Hallo, ich stehe hier, weil wir heute nach etwas waren, nämlich nach etwas zum Knabbern. Deswegen habe ich eingekauft, um was zu speisen jetzt. Völlig überraschend. Und war deswegen mal wieder beim Action. Und der mich ja immer schon mit einer Frage irgendwie so ein bisschen fasziniert. Da gibt es alles Mögliche an Knabberzeug und auch ganz viel Süßzeug und alles. Aber Chips haben sie sehr wenige. Es gibt eine Röhrenchips-Sorte und eine andere Sorte. Und das war's. Keine einzige. Ja, es gibt auch kleine Pringles. Also eigentlich erstaunlich, dafür, dass es sonst auch so Backzeug gibt, relativ viel. Aber Chips gibt es nur eine Variante nehmen und die zwar in mehreren, aber gut. Jetzt probieren wir nochmal. Und zwar das hier. Die Crookie Crazy Ripple Chips. Yay! Mit einem ganz tollen Papagei drauf, wie man sieht. Und es gibt drei Varianten. Lisse, also pur im Endeffekt, also sicher langweilig, Paprika und Bolognese Flavor. Dann habe ich mir also die Bolognese Flavor geschnappt, so die ungewöhnlichste. Und denke mir, guck mal, was da drauf steht. Sehr schön, es kommt offenbar aus Belgien, deswegen steht alles nur in Französisch und Flämisch, ist es Belgien, oder? Drauf. Kann man also. Ja, doch, da unten steht. Hier geht es auch noch Deutsch. Kartoffelchips mit Bolognese-Geschmack. Finde ich jetzt auch schon mal spannend, weil Bolognese. Was ist Bolognese-Geschmack? Ich meine, ich habe es gar nicht mal so genau nachgeschaut. Bolognese, klar, Soße für Nudeln und so. Schmeckt das jetzt irgendwie fleischig oder tomatig oder was ist Bolognese eigentlich wirklich? Paprika kann man sich vorstellen. Das hier ist schwierig. So, 100 Gramm, 529 Kilokalorien, also Kalorienbombe wie üblich. Dieses Päckchen hat 130, glaube ich. Yep. Und war gar nicht mal so ultra billig mit 90 Cent. Also das könnte man sicher noch billiger verkaufen, wenn man in Action wäre. Also gut, dann schauen wir mal. Oder schmecken wir mal, was das Ding so kann. Vom Öffnen her. Ja, es riecht irgendwie ein bisschen eigen, aber nach was eigentlich? Dann schauen wir doch mal. Ja, so schaut eine Ribble aus. Ein Ribble, klar, das ist jetzt einfach ein Kartoffelchip mit Rillen drin. Schlecke ich mal ab. Ja, schon einigermaßen würzig. Aber spontan sehe ich nicht den Unterschied zu. Was ist jetzt also Bolognese? Das habe ich eine schöne große. Das muss ich jetzt dann nochmal komplett so. Also würzig. Ich schmecke jetzt aber weder Fleisch noch Tomate. Es schmeckt nach irgendwas. Und es hat irgendwie. In Ermangelung eines besseren Begriffs würde ich das gerne sagen, ein bisschen eine seifige Note. Ich weiß. Also vielleicht liegt es an den Kartoffeln, am Gewürz, weiß ich nicht, aber. Ich glaube, ranzig wäre jetzt ein bisschen zu hart zu sagen, aber es wirkt irgendwie. Naja, schon ein bisschen alt, nicht so frisch. Nee, also ich muss sagen, die. Was auch immer Bolognese ist, ich weiß es nicht. Immerhin ist es einigermaßen scharf. Aber es schmeckt insgesamt. Kann ich nur sagen, das sind gefühlt, meine Erinnerung sagt mir, die Super Billo Ja-Chips vom Rewe zum Beispiel, die ja wirklich billiger sind, gut sind, Paprika-Chips, die schmecken besser. Also, diese mitteldicken Scheiben, die crunchen auch nicht so interessant. Also, Ja, also, fällt mir nicht zu ein. Ich muss sagen, Krogli ist damit leider durchgefallen. Ich werde sie ja nicht nochmal kaufen, weil die sind einfach. Ungeil. Anders kann ich es nicht sagen. Und man kriegt für weniger Geld definitiv bessere Billig-Chips irgendwo. Auch wenn das Einzige, was ich jetzt hier wirklich hervorheben könnte, wäre eben, sie sind doch ein bisschen schärfer, würziger als die langweiligen Standard-Chips. Also möchte ich gar nicht wissen, wie die ungewürzte oder die Natural, glaube ich, hieß sie, sich schmeckt. Und das
Muss ich gleich nicht ausprobieren. Ne? Wegschmeißen wäre es nett, irgendwie kann man es schon essen, aber meiner Meinung nach braucht man es nicht. Deswegen haben wir wieder was gelernt, wie der Herr Kafka sagt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.